Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest Ragnarök. Ich muss mal eben nachbuffen. Ich glaube, der ist bestimmt schon in der letzten Folge ausgelaufen. Ich habe das jetzt gerade erst durch Zufall gesehen. Ich finde das total dämlich. Aber dazu habe ich mich ja, glaube ich, vor 2 Folgen mal ausgelassen. So, hier geht es auf jeden Fall weiter nach unten. Wir befinden uns in der Salzmine, wenn ich das gerade vergessen habe zu sagen. Und hier ist irgendwas im Argen, denn die ganzen Wachen, ihr seht es schon, sind irgendwie zu Untote mutiert. Und hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu und dem werden wir in dieser Folge auf den Grund gehen. So, wir nehmen das aber auf jeden Fall mit. So, hier nochmal hier Dornenschaden, hier nochmal hier, das ist zwei, also zwei hier ist irgendwie, ach... Neben so ist hier wahrscheinlich das Wort, was ich am meisten verwende. So, mit meiner Glenvan-Babysprache. So, warte mal, ich will erst hier rein. Na? So, von irgendwas, genau, irgendwas kommt doch noch von unten. Dem bin ich geschickt ausgewichen. Aber das sieht aber schon nach einer großen, weitläufigen Höhle aus. Nicht, dass wir jetzt hier schon auf etwas stoßen, was ich später bereuen werde. Aber spätestens, wenn ich die Erfahrungspunkte sehe, denke ich, ich habe alles richtig gemacht. Auch wenn wir in dieser Folge wahrscheinlich kein Level-Up erfahren werden. So, zack, da ist auch noch eine große Kiste. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was mich hier erwartet. Ich habe weder ein anderes Let's Play noch irgendwelche Gameplay-Videos oder sowas geguckt. Weil... Ja, wenn ich ein Spiel spiele, dann möglichst, ja, ohne irgendwas zu sehen, auch wenn es mir, wie gesagt, nicht so sehr auf die Story ankommt, aber die Gebiete erkunden und so, das möchte ich schon noch gerne. So, zack. Knochenhaufen mit ein bisschen Gold. Guck mal, das sind so kleine Förmchen hier. So, warte mal, jetzt will ich aber nicht da oben lang, sondern ich will erst das hier unten erkunden. Ach, hier haben wir noch einen übersehen, so ein Schlitzohr. Der war wohl gerade bei der Mittagspause. So, zack. So, zack, zack. Achso, da geht's gar nicht weiter. Aber ich will erst hier unten lang, erst unten alles erkunden und dann sich langsam nach oben vorkämpfen. Und am Ende ist der Endgegner vielleicht hier unten. Das wäre natürlich mega doof. Ach Quatsch, ich muss doch gar nicht anstürmen, ich Idiot. So, zack. Keine Truhe, nix. Nur ein paar Salzfässer. Die halten aber überhaupt nichts aus hier. Guck mal, die haben voll an die Wand geklatscht. Huch, eine klapprige Leiter. Ja, wie cool ist das denn? Müssen wir da hin? Hier ist eine königliche Truhe. Das gefällt mir ja schon mal gar nicht. Denn wo eine königliche Truhe ist, da ist auch meist irgendetwas Großes. Und ich will nicht gegen irgendetwas Großes kämpfen, weil ich ein kleiner Schisser bin. Oh, die geht auf. Ja, sehr witzig. Ich bereue es, sie aufgemacht zu haben. Es war nur eine dämliche Falle. Jetzt, warum trifft der da nicht? So. Guck mal, hier geht es auch nochmal nach oben. Ich gehe noch nicht die Leiter hoch. Ich will das hier erst erkunden hier unten. Und die ganzen Erfahrungspunkte mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. So, Knochenhaufen. Was haben wir da drin? Ja, unser Inventar müsste aber eigentlich schon bald wieder voll sein. So, zack. War schon mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, oh. Oh, ein rachsüchtiger Geist. Nein. Scheiße. Warum laufe ich auch so weit rein und pull alles, ey? Och, jetzt lasst mich doch in Ruhe. Das ist doch nicht wahr. Nein, das Gold nehme ich mit. So, au. Jetzt hör doch mal auf hier. So, zack. Hier wird nicht gezaubert. Ich muss hier erst die ganzen Kackis wegmachen. Naja. So, ach, der beschwört immer neue. Ich fasse es nicht. So. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht stehen bleiben, aber ich muss. Ah, da kommen immer mehr. Der beschwört immer neue. Das wird nichts. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Wann wird die KI eigentlich umspringen? Genau. Zack.
Ja, wir müssen einfach draufhalten. Das bringt ja nichts. Die Skelette müssen sich an unseren Feuerschaden ergötzen. Und wir müssen gucken, dass unsere Fähigkeiten... Na? Habe ich zu nah an dem Gegner oder was? Ach, der ist ja einfach. So. Eine ätherische oder was? Ätherische, egal. Kugel. So. Ein Siegelring. Sehr cool. Damit haben... Du hast keinen Platz mehr. Kannst du nicht tragen. Kannst du nicht tragen. Ja, du Bubblebacke. So. Egal. Wir teleportieren uns kurz zurück und verkaufen ein bisschen. Wir können das, glaube ich, direkt in Heuneburg abgeben. Das werde ich auch mal eben machen. Oder müssen wir erst zu einem Typen am Eingang? Ich weiß es nicht. Aber ich will die Leiter auf jeden Fall auch hochgehen, die wir gerade entdeckt haben. Ja, es ist dunkel. Das ist schön. Hier schneit es wenigstens nicht. So. Ja, mein Händler. Grüße, Soldat. Wie ich sehe, bist du den weiten Weg aus dem Süden gekommen. Bist du auf einen richtigen Kampf aus oder auf richtige Beinlinge? So, das werde ich mal als verscheuern. Ja, die Knochensäge tut mir leid, aber sie hilft uns nicht wirklich weiter. Ich werde sie verkaufen. Was haben wir hier? 121 Rüstung, Durchschlagswiderstand. Vernehmen wir Giftwiderstand. Gift haben wir denn? 21 und da 16. Ja, das kommt auf jeden Fall weg. Ja, das kommt auch schon mal weg. Das auch. So, ach so, das ist der Questring. Das muss hier rüber. Ich will auch so einen Autovervollständigen-Button hier haben. So, das, hier haben wir Widerstände, aber das ist nichts für uns. Ja, eigentlich nur das hier. Ich werde es aber verkaufen. So, schimpft ruhig mit mir. Hier aber auch Giftwiderstand. Ja, das ist ja super. Hier noch so ein Hämmerchen. Druidenkränzchen. Was haben wir hier noch? Irgendwie Druidenrüstung, die eigentlich total uninteressant ist. Und eine Wurfaxt. Nein, nein, nein. So, damit hätten wir das alles geregelt. Ach, eine Arcane-Formel haben wir auch. Mit Schildblock sogar. Sehr interessant. Haben wir hier irgendwas bei, was besser ist? Als das, was wir anhaben. Das hier zum Beispiel. Blitzschaden. Das sind ja alles Elementarschäden. Von daher profitieren wir ja eigentlich davon. Genau wie Kälteschaden und Blitzschaden. Nee, aber ich bin eigentlich zufrieden erstmal mit der Waffe. Komm bald nein. So, warte mal. Irgendwo war doch der Typ... Ach, guck mal hier. Dieser Ring. Ja, ich erkenne ihn. Er gehört meinem Mann. In der Mine. Aber wie? Bei der gehörnten Schlange. Dieser gierige Mörder. Als mein Mann abreiste, sagte sein sogenannter Freund und Geschäftspartner Gorkun, er würde ihn verabschieden. Aber er ist niemals abgereist, nicht wahr? Sie haben ihn getötet und seine Leiche in der Mine verscharrt, damit Gorkun alles allein gehört. Deswegen hat Proktos in der Mine herumgespukt. Gib mir den Ring, Fremder. Ich muss ihn als Beweis zu Budorix bringen und Gerechtigkeit fordern. Ja, macht das. Haben wir ihn jetzt ihr gegeben oder nicht? Nee. Danke, Fremder. Ich kann zwar meinen Mann nicht wieder zum Leben erwecken, aber ich kann zumindest sicher sein, dass Gorkun für sein Verbrechen bezahlt. Ich werde zum Häuptling gehen und einen Prozess vor den Druiden fordern. Achso, wahrscheinlich hätten wir uns jetzt entscheiden können, ob wir das hier vertuschen oder ob wir für Gerechtigkeit sorgen. Ich hoffe, wir haben jetzt das Richtige getan. Ja toll, ein Stab, das interessiert mich nicht. So, weißes Gold haben wir abgeschlossen. Da ist der Häuptling. Aber wo, wo war nochmal der Typ mit der Mine? Ich weiß es gar nicht mehr. Also eine Woche schon wieder nicht gespielt und schon kommt mir das Spiel wie ein fremdes Spiel vor. So, hier ist noch jemand. Bist du das? Nee. Vielleicht hier draußen irgendwo. Hier zum Beispiel, hier ist doch alles voll Salz. Was ist mit dem? Du nutzloser Torfkopf. Ich hätte dich reich machen können. Aber nein, du musstest ja unbedingt deine Nase in anderer Leute Angelegenheiten stecken. Ja, ganz recht. Du wirst deinen Prozess noch bekommen. Der Glenwan ist für die Gerechtigkeit, denn wir fangen beide mit G an. Ist das nicht toll? So, genug gequasselt. Wir kehren wieder zurück in die Mine und werden noch eben die restlichen... Sachen aufheben und noch eben schnell die Mine zu Ende erkunden. So, zack. So, hier schön die
Druidenrüstung mitnehmen, die wir eh nie tragen werden. Und das auch, jawohl. Hier haben wir noch ein paar... ja, Minenarbeiter oder Ex-Minenarbeiter, nennt's wie ihr wollt. Fakt ist, wir werden sie noch ein zweites Mal töten müssen. So, her damit. Und was haben wir hier? Oh, wie das immer raussprudelt. So, jetzt müssen wir aber alles erkundet haben. Ja, ihr bekommt eure Chance auch nochmal hier im Video aufzutauchen. So. Also manchmal ist das Ragdoll ein bisschen komisch. Aber naja, das ist so schnell irgendwie, als hätte man wie Popeye vorher Spinat gegessen und schlägt dann erstmal kräftig drauf und das Ding fliegt, ja, klatscht richtig gegen die nächste Wand. Also man hört es noch matschen. Jetzt warte mal, hier war die Leiter, ne? Ja. Ich will wissen, wohin die führt. Wir können die gar nicht benutzen. Ist ja... zurück an die Oberfläche. Ach, ist das so eine Art Rückrufpunkt am Ende eines Dungeons? Das wäre cool. Ich glaube, das gab es gar nicht im Hauptspiel. Und in Immortal Throne auch nicht, soweit ich weiß. Aber wir können hier mit niemandem mehr quatschen, ne? Wir haben für Gerechtigkeit gesorgt, jawohl. Ich hoffe, der wird seinen Prozess bekommen. Wir schauen mal hier weit. Ach, guck mal hier, mein Buff ist wieder weg. So. Das stelle ich mir nervig vor, wenn du mit mehreren spielst und musst die ständig nachbuffen. Das ist, ich glaube, das wird mir nicht gefallen. Das fände ich sehr nervig. Gut, genau. Von hier sind wir gekommen. Da ist auch der Brunnen der Wiedergeburt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier die Brücke überqueren und dem Weg folgen. So, zack. Hört doch mal auf, hier so gruselig rumzuschreien, Mensch. Oh nein, das ist wieder so ein Steinchenwerfer. Hört doch mal auf. Ja, seid ihr denn wahnsinnig? So, zack. Nein, nicht weglaufen. Töten. Tot umfallen, bitte. Nicht mich töten, danke. So, hier haben wir noch eine Wurfaxt. Sehr nice. Ah, so, hier oben kommen wir nicht weiter. Ach doch, hier geht's weiter. Aber hier nicht, ne? Ne, hier waren wir ja schon überall. So, sehr schön. Das heißt, hier geht es regulär weiter nach Lemberg. Jawohl. Zack. Sterbt einen grausamen Tod, ihr Bestien. Hör auf, mich zu zerquetschen mit deinem Stein. So. Oh, da ist was gedroppt. Irgendwas, ein Ring der Finesse oder sowas. So, hier haben wir noch eine Truhe, eine Kiste. Was haben wir da drin? Nur ein bisschen Gold. Eine Zwillingsaxt und irgendetwas der Verjüngung oder sowas stand da. Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir schon wieder so einen Trolley. Hör auf, den doch zu heilen, Mensch. Der muss sterben. Und du heilst den auch noch, erwarte. So, dafür wirst du sterben. Du nichtsnutziger Troll. Hör auf, wegzulaufen. Jetzt. So. Das Trüchen, das werden wir auch noch schnell plündern. Zack, zack. Und weiter geht die Reise. Da ist wieder eine Höhle. Ja, ich bin mal gespannt, wo wir da hinkommen. Kleiner Nachruckler. Oh, ein Bärchen. Bist du von steif? Na, ja, scheinbar nicht. So, du bist kaputt. Achso, hier geht's wahrscheinlich regulär weiter. Und die Höhle ist optional. Ich werde mir aber trotzdem die Höhle anschauen. So. Ach, guck mal, ist wieder ein Bärchen drin. Eine kleine Bärenhöhle. Eine Braunbärenhöhle. So, zack. Ja, du wirst auch sterben. Dafür werde ich schon sorgen. Oh, wir haben doch ganz gut aufgeholt mit den Erfahrungspunkten. Ich denke, dass wir in der nächsten Woche unseren ersten Level up haben werden. Und, ja, mal gucken, wo die Punkte hinwandern. Ich weiß es noch nicht so genau. Wahrscheinlich baue ich hier die Fähigkeiten weiter aus. So, hier ist nichts mehr. Es ist nur so, ja, wie gesagt, eine kleine Braunbärenhöhle. Bärchis! So, hier geht es aber weiter nach oben. Da oben habe ich auch schon hier den nächsten Händler und Brunnen der Wiedergeburt gesehen. Ich hoffe, das erreichen wir noch in dieser Folge. Wäre doch schade, wenn wir sonst wieder so viel Laufweg hätten in der nächsten Folge.
So, zack. Na bitte, einfach tot umfallen, so seid ihr mir am liebsten und eure Wurfäxte hinterlassen. Ach, herrlich. So, zack. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich durchstürmen, aber gut, dass ich das noch nicht gemacht habe. Dann kann ich da doch mal auf zu heilen. Dann kann ich nämlich hier die Druiden platt machen, die jetzt sich hier eh nicht mehr bewegen. Doch, die können sich bewegen. Mist. Ich dachte, ich habe sie eingekesselt. Scheinbar nicht. So. Haben wir da irgendwas drin? Nein, natürlich nicht. Gut. Na, hier ist noch ein paar. Oder ein Bärchen ist hier nur nicht ein paar. So, zack. Den hätten wir auch. Es sieht immer so rechtwinklig aus. Hier da unten auch. Hier auch wieder so ein rechter Winkel. Also ich weiß nicht so recht. Haha. So, jetzt aber schnell kaputt machen hier den Druiden. Sag mal Droide oder irgendwie sowas. Der drohende Druide. So, ja, du bist ja Boss, ne? Das glaubst aber auch nur du. Du bist der Bossdünger für den Rasen hier. Damit er mal ordentlich wächst. Gut. Das sind Pilze, die können wir aber leider nicht pflücken. So, zack. Coole Sache. Achso, der ist noch nicht ab, ne? Aber jetzt... Ja, toll. Total daneben gesammelt. Gut, hier haben wir nichts mehr, ne? Doch. Druiden, schnell töten. Bevor der Heilprozess wie jetzt einsetzt. Toll. Ganz toll. Jetzt bleibt doch stehen. Aha, sehr witzig. So, zack. Da schießt noch jemand auf uns. Zack. Gekonnt, ausgenockt. Toll, jetzt habe ich hier aber keinen mehr. Blöder Mist. So. Aber sehr standhaft sind die hier nicht. Das ist auch gut so. So. Ich glaube, die machen eher physischen Schaden. Da sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir unsere Resistenzen hochpushen. So, zack. Hier noch ein paar Tränke. So. Hier sind die Dornen. Die hätte ich schon noch gerne. Ah, toll. Mann, das ist fies. Vor allem der Cooldown läuft, ne? Aber der Schlag ging ins Leere. Das finde ich doch blöd. Hört doch mal auf hier zu babbeln, sterben. So, geht doch. So. Ach, ich dachte, der wäre tot, ey. Blöder Mist. Aber jetzt. So, das Gold nehme ich gerne an. Was für ein Regen. Jetzt regnet doch gar nicht. Ey, seid ihr bescheuert? So. Da Boss. Ein Frischling. Sehr nett. Aber ich gebe mich nur mit eurem Boss ab. So, ich glaube, wir haben hier fast alles erkundet. Was es zu erkunden gibt. Warte mal, hier oben ist noch etwas eingezeichnet. In dem Lager. Guck mal hier. Du scheinst mir in Ordnung zu sein. Aber willst du wirklich diese Route nehmen, Fremder? Jenseits dieses Gipfels findest du nur weite Wälder. Das ist der Weg nach Glauberg, ja. Und es gibt ein paar Pfade. Aber sie sind nicht sicher, vor allem nicht für Leute, die sich nicht in der Umgebung auskennen. Schau einmal herunter. Wenn du dich in dem Dickicht verläufst, findest du nie wieder heraus. Juhu, die Kriegerprinzessin, auch die Hauptaufgabe hat sich aktualisiert. Sehr cool. So, haben wir hier oben noch irgendwelche... Ach so, die Wurfaxt muss ich noch mitnehmen. Gut, hier geht es nach unten. Das ist eine sehr schöne Aussicht von hier oben, muss ich zugeben. Aber noch schöner sind die Erfahrungspunkte, die uns hier hoffentlich erwarten werden. So, ich sehe hier nichts im Dickicht. Aber solange irgendwelche Leute schreien vor Schmerzen... scheine ich erfolgreich zu sein. So. Ja, da vorne müssen wir noch hin. Das klappt, glaube ich, gerade mit dem Abschluss der Folge. Das ist sehr cool. Sowas habe ich selten. So, noch ein Knochenhaufen. Ja, nur ein bisschen Gold und einen Ring. So. Da unten muss doch irgendwas sein. Da ist zumindest eine Kampfmarkierung. Hier ist der Brunnen der Wiedergeburt. Warte mal, ich nehme die mal und sprinte hier nochmal rein. So, zack.
Ach, das geht ja einfach mit der Kampfmarkierung. So, ach, da kommen wir gar nicht hoch. Ey, wo geht's denn hier hoch? Brauchst gar nicht schreien. Zack. Kaputt. Gut, die Sachen sammle ich eben noch ein. Wie gesagt, wir haben den Checkpoint erreicht. Das, so lässt sich die Woche doch abschließen, diese Folge hier auch. Ich bedanke mich dir recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest Ragnarök. Also, bis dann.